Was geht? Ich hoffe, euch allen da draußen geht es gut. Willkommen auf ein erneutes Video. Ihr wisst jetzt nicht, wo ich gerade hinfahre, ne? Ich war gerade bei mir zu Hause. Nehme jetzt leider mit dem Handy auf, weil ich so dumm bin und wieder meine Kamera bei mir im Büro vergessen habe. Gestern beim Datenübertragen habe ich nicht daran gedacht, dass ich mich heute oder beziehungsweise jetzt gleich mit einem Zuschauer treffe und einen Vlog starte. Er hat ein 335. Er ist jetzt extra zu mir in die Stadt gekommen und ich werde jetzt auf jeden Fall ein Format starten, Freunde. Ich werde mich mit euch treffen, werde mit euch ein, zwei Videos drehen. Angenommen, ihr habt ein Auto, zum Beispiel ein E46 330, ja, und ich werde ihn fahren. Falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Hey Freunde, bleibt gespannt und ich würde sagen, like das Video, abonniert den Kanal für mehr Content. Es wird eine kranke Zeit, versprochen, Freunde. Mit guter Qualität, nicht mit dieser iPhone-Cam, sondern es wird Motherfucker, Digga. Da ist er, Mann, Alter. Ich hab ihn gesehen, Alter. Er ist echt eine 335er. Heidenheim hierher. Ah, Heidenheim an der Brenz ist gar nicht so weit. Es sind so 70, 80 Kilometer. Salam, kein Kanal. Nichts, Bruder, warte, ich geb dir schnell was. Was geht? Alles klar. Alles klar, Willi. Ja, und bei dir? Name? Wer? Muhi. Ja. Ganz kurz. Bro, er wollte schon letzte Woche kommen, was ist passiert? Bruder, Turbolader-Schaden. Musste alles neu machen, alles ausgebaut, eingebaut, nur für dich, Bruder. Echt? Wallah, ja, ich lasse gezahlt um, Bro. Bruder, Turbolader 700 Euro. Oh, noch ist Siki. Aber ich hab selber umgebaut. Kannst alles selber? Selber, Bro. Was? Ich hab den perfekten Mann, wenn ich mir einen 335 hole. Wie lange habt ihr hergebracht? Wie lange? Bruder, 40 Minuten, 30 Minuten oder was? Ich hab die Jungs auf jeden Fall ein bisschen warten lassen, aber dann können wir wieder. Bro, das ist der Klassiker bei mir. Wallah, meine Freunde, komm, ich lieg noch im Bett, Mann. Es tut mir sehr leid, Alter. Okay, Bro, hast du dran, Mann. Wie viel PS hast du? 54 laut App, aber ich weiß nicht, wie viel muss ich. Oh, noch ein Sikin! Bro, Konkurrenz, was sagst du? Wie alt bist du, Bruder? 20, du? Alter, 23 geworden neulich, ja. Ich werde mir einen 335 holen, Moro. Hey Bro, aber Politik müssen sie nicht, ja? Leon, alles ist in den Schock. Echt, oder? Ja, Bruder. Lärmbelästigung, 80 Euro Strafe. Kriegst du einen Punkt? Nein, Bruder, da war Jettas, günstig, da tank ich mein AMG immer. Er sagt, Bruder, ich tank nur Aral. Irgendwann habe ich es nicht mehr eingesehen, Bro. Da kostet 1 Liter 2 Euro bestimmt. Oder 2,07 Euro, glaube ich. Wie heißt du auf Instagram? Bruder, mui.len. Du? Milichan67. Ist du in Frankfurt oder was? Ja. Was machst du in Frankfurt? Alle. Ich bin umgezogen halt jetzt. Was geht? Amrat Shahim. Ich drehe Video, Mann. Danke, was macht ihr, Alter? Wo? Baggersee oder was? Stabil. Passt auf euch, fahrt so vorsichtig, gell? Alter. Ob der schneller ist oder mein C63? Bro, hat echt 450 PS, oder? Vielleicht mehr, Bruder, ich weiß nicht. Laut App sagst du 450 ungefähr. Stage 1. Ist Vollgas. Überlege. Boah, warte kurz. Es könnte spannend werden. Ich glaube, mein C63 ist ein bisschen schneller. Hey Freunde, und zwar einige von euch, die mich auf Instagram verfolgen, wissen ja, dass mein eigener Duftbaum bald auf den Markt kommt. Und zwar checkt die Seite auf Instagram auf jeden Fall ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Das ist komplett mein eigener Duft, den gibt es auch so gar nicht bisher auf dem Markt. Den habe ich so zusammen erstellt. Lasst ein bisschen Liebe da auf der Seite und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Video. Hey. Ich habe jetzt meine Kamera geholt und fahre jetzt mit dem Kollegen zum Aral. Er hat zu mir gesagt, dass er mit dem TX richtig geil findet. Das ist Spaß. Sieg Champion, du kleiner Wichser. Hättest du gedacht, dass ich über Video mache? Ach, Wallah, ich hätte es nicht gedacht, Bruder. Ich hätte gedacht, du, ich komme nicht oder was? Nein, dass du nicht antwortest. Wallah, hätte ich 60.000 Abonnenten, ich hätte nicht geantwortet. Echt? Du kleiner Wichser, Digga. Aber Bruder, 60.000 ist nicht so viel. Kommt noch. Thanks. Ja, inshallah, Bro. Inshallah, Bro. Hier kannst du eigentlich Kickdown immer geben, Bro. Hier ist mir. Ja, der geht echt gut, der geht schon gut, aber ich glaube, mein AMG geht besser, Bro. Woher kommst du aus Türkei, Bruder? Aus Kayseri, Bruder. Wo genau? 38? Wo? Aber Yemli heißt es. Okay. Da gibt es so Barasch. Du, Bruder, auch? Ihr seid Cousins, gell? Nein, nein. Nein, Bruder, Freunde. Ah, ihr seid nur Freunde? Ja, ja. Ah, sieg dir, ich dachte, ihr seid Cousins, Bruder. Und du wohnst in Frankfurt, gell? Nein, nein, wir sind umgezogen. Ich dachte, du bist von Heidenheim nach Frankfurt gezogen. Nein, nein, andersrum. Why am I not queen, Digga? Ich hab's gecheckt. Frankfurt ist schon anders. Heidenheim ist kleiner als Frankfurt, glaub ich. Wie nennt sich dieser Platz? Hauptwache und so? Nein, nein. War es da nicht so? Doch, Digga, das ist der Sound, den ich meine. Zeig dir erstmal den ersten Spot. Aber hier kommt ein Tunnel, Bruder. Ah, er sagt 30. Kannst du in Leerlaufstadt nochmal Gas geben? Okay.
Okay. Guck, hier ist bei uns schon mal ein Spot, so, aber hier ist gerade überhaupt nichts los. Ich bringe euch alle so weit, dass ihr alle so Gas gibt, dann werde ich am Schluss noch wegen mir geblitzt. Ich habe so Angst davor. Lieber ich als ihr, Mann, ich sag dir ehrlich. Jetzt bin ich gespannt, Bro. Geil. Geil, Bro. Gadget-Fan. Geil, Digga. Genau so, Moro. Dieses Gerät mal hier links, Bruder, sorry. Bro, was kannst du mit dem Gerät alles machen? Bruder, du kannst dieses Blubbern machen. Also dieses Schubabschaltung, genau. Aha. Und dann kannst du Stage 1 oder Stage 2 machen. Ich habe Stage 2 Plus. Was sieht dir? Und ja, sowas halt. Hast du am Handy, kannst alle selber einstellen. Wenn du willst, wenn du keinen Bock mehr hast, tust du zurücksetzen. Wenn du langsamer willst, langsamer, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand langsamer will. Nee, auf keinen Fall, Digga. Ja. Woher hast du das? Internet, Bruder. Kannst du haben, kann ich dir geben. Was kostet das? 50 Euro, glaube ich, 60 Euro. Kann ich nicht kaufen, dann kannst du meins benutzen. Man muss nur die Software kaufen. Ach, und die Software kostet extra Geld, oder wie? Die Software kostet extra. Ich glaube, 100 Euro kostet Lizenz und dann noch das Paket, was du willst, Stage 1 Paket oder Stage 2 Paket. Und das kostet halt 50 Euro jeweils. Krass, Alter. Ja, das mit dem Schubabschaltung habe ich nur auf Sportmodus. Also wenn ich in D fahre, also normal, da habe ich nichts. Okay, ja, mach auf D dann normal, so weißt du. Ich hoffe, alles eingetragen, Digga, einfach. Weil hier sind oft Bullen so. Hier kommst du im Sommer nicht mehr rein. Hier sind alle Autos, jeden Abend ist ja auch immer was los. Und eine große Runde drehen, Bruder, immer. Ich sag dir die große Runde. Genau so, Bruder. Der ist auch krass, gell? Der ist schon krass, Digga. Ich glaube, der ist schon gemacht. Ich glaube auch, der ist gemacht. Was kostet hier ein Liter, Land? Scheiß drauf, Bruder, ich brauche. 2,10 Euro, Bruder. Ey, 102 Oktan, 2,10 Euro, Anan. Bist du dir sicher, Bruder? Bist du dir sicher? Ja, sicher. Was sagt ihr? Ist auf jeden Fall ein geiles Auto, Digga. Der Bruder hat einfach Geld. Er tankt einfach für 2,10 Euro 50 Euro. Ah, der geht schon gut, Bruder, Walla. Nur drauf drücken. Ah, okay. Moruk, ben bu arabaya var ya lan tanki çakarım Alper. Das ist schon geil, valla. Ich kann mich jetzt so nicht entscheiden zu einem 335. Seht ihr mich da drinnen oder nicht so? Komm, ich wasche dein Auto, wir Freunde, wir haben jetzt ein Auto gewaschen, haben es trocken gefahren, ist einfach wieder dreckig geworden vom ganzen Salz auf dem Boden. Wir driften jetzt noch einmal. Schauen wir mal, wie man mit dem 335 so driften kann. Ich habe endlich viele 335, da war gerade noch einer. Ist von Leistung her dein schnellstes Auto, was du bisher hattest? Nein, ich hatte 535 Diesel mit 450 PS auch. Aber der geht schneller, weil der irgendwie leicht ist, glaube ich. Gespannt, Digga, Bro. Digga. Der Bruder hat alles gefickt, Bruder. Okay, man kann entriften mit dem. Alter, was hast du gemacht, Bro? Jetzt erstmal weg hier. Ja, erstmal weg hier.
Der war sehr clean, meine Damen und Herren. Hiermit will ich auch gleich das Video beenden, weil es hier einfach die beste Stelle vom ganzen Tag war. Passt auf euch auf, Freunde. Sehen uns. Bleibt gesund. Noch was zu sagen? Grüße gehen raus an Mehmet. Und grüße auch noch meine Familie. Ich auch. Schöne Grüße an die Familie. Bye bye, wir sehen uns.